Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Fische, bei mir, bei eurer Crazy Owl, zu eurem Zwischenimpuls für den April 2023. Ihr wisst, es ist eine allgemeine Legung, das heißt, du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Diese Legung ist zeitlos, auch wenn ich sie für den April festgelegt habe, kann diese Legung auch zu einem späteren Zeitpunkt deinen Weg kreuzen und einen wichtigen Impuls für dich bereithalten. Rollen können vertauscht sein und ich bitte dich, wie immer, schau die Legung in deiner eigenen Verantwortung und wenn es nicht deine Legung ist, dann mach's bitte auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist auch am Start und wir legen heute mit dem Musentarot von Chris Ann, Erat Aliquando von Yonanda Latura, dem Gilded Reverie-Nummer von Ciro Marchetti und selbstverständlich gibt's eine Faul-Rune für euch dazu. Infos zu den verwendeten Kartendecks und dem Shop zu unseren Runen findet ihr unten in der Infobox. So, liebe Fische, genug der Vorrede, es geht los. Welche Energie ist denn für die Fische gerade im Feld? Welche Energie ist für die Fische gerade im Feld? Da haben sich 1, 2, 3 Karten umgedreht. Wir haben die 8 der Inspiration, das wäre die 8 der Stäbe. Wir haben den Page der Münzen, also den Page der Materie. Und wir haben die 6 der Gefühle, die 6 der Kelche. Okay, also liebe Fische, ich habe den Eindruck, dass ihr hier, also mit den 8 der Stäben, ist hier auf jeden Fall jede Menge Bewegung drin. Die 8 der Stimmen oder 8 der Stäbe steht immer für Kommunikation, für Nachrichten, für viele Gespräche. Mit dem Pagen der Münzen geht es vielleicht um ein Thema, an dem ihr schon länger arbeitet und wo es um Beständigkeit geht, um etwas Fundamentales vielleicht sogar. Und mit den 6 der Gefühle, mit den 6 der Kelchen haben wir hier auch die Nostalgiekarte am Start. Das heißt, vielleicht reflektiert ihr gerade in Gesprächen über Erfahrungen und alte Erinnerungen, ja, die ihr hier nochmal so im Spiegel vor eurem inneren Auge durchlebt, woran es für euch als nächstes zu arbeiten gilt und wo noch ein Fundament oder ein etwas manifestiert werden möchte. Schauen wir mal, was Erat Aliquando für euch dazu zu ergänzen hat, liebe Fische. Das geht tief. Ja, schaut mal, auch hier kommt mit der uralten Mooreiche geht es hier um eine Person aus eurer Vergangenheit, eine Verbindung aus der Vergangenheit, die wieder auftaucht. Also da bin ich gespannt, was sich da jetzt noch zeigen will. Also es hat auf jeden Fall mit einer Energie aus eurer Vergangenheit zu tun, die wieder euren Weg kreuzt. Und da haben wir den Zyklus, das Haus aus Stein und die Dame. Okay, also viel Kommunikation. Jemand oder etwas taucht aus eurer Vergangenheit wieder auf, weil ein neuer Zyklus angegangen werden will bei euch, der mit eurem Fundament zu tun hat, mit eurer Stabilität, mit eurer Sicherheit, wie der Page der Materie hier oben auch schon angezeigt hat. Und ihr als Zuschauer seid gefallen, ihr seid ja immer bei mir die Dame, auch wenn ihr männlich seid. Ihr schaut euch das mit einer gewissen Rationalität auch an. Ich meine nicht damit gefühlskalt. Ihr seid schon im Gefühl, aber ihr seid nicht mehr in der Energie, dass euch eure Gefühle überrollen, sondern ihr beobachtet, schaut genau hin, worum geht es, wo an meinem Fundament ist jetzt die Zeit reif, weil etwas aus der Vergangenheit hier wieder auftaucht, dass ich daran arbeite. So, ich hoffe, ich konnte das jetzt verständlich in Worte fassen. Schauen wir mal, was das Lenormand noch dazu ergänzen möchte. Da haben wir schon eins. Also mit dem Schlüssel
ist schon mal die Glückskarte im Lenormand gefallen. Das wird auf jeden Fall klappen. Woran ihr auch immer, wofür ihr euch immer auch entscheidet, woran ihr arbeiten wollt mit dem Schlüssel, wird das definitiv klappen. Und mit dem Schlüssel ist es durchaus ein Seelenthema. Also es kann vielleicht auch sein, dass ihr hier mit kleinen Seelenreisen hier weitere Botschaften erhaltet. Das Schiff steht auch für Sehnsüchte, es kann auch wirklich fürs Reisen stehen. Es steht für eine langsame Bewegung. Also das ist nichts, wo schnell geht. Ne? Also ich habe zwar hier die 8 der Inspiration liegen, die 8 der Stäbe, wo viel Energie kommt, aber sowohl der Page der Münzen als auch das Schiff sagt mir hier, dass hier zwar etwas aus der Vergangenheit in euch auftaucht, aber ihr werdet da längere Zeit und auch beständig an eurem Fundament, an dem, was sich da manifestieren möchte, arbeiten. Welche Rune begleitet denn diesen Zwischenimpuls? Welche Rune? Da habe ich sie. Hui, auch für euch, die Jera. Die Jera ist das Jahr. Es wird immer wieder drum diskutiert, also da gibt es verschiedene Angaben in den Quellen, ob jetzt die Jera oder die Dagas den großen Wandel darstellt und die andere den kleinen Wandel oder umgekehrt. Also für mich ist die Jera mit dem Jahr schon der große Wandel. Hier geht es auch um Zuneigung und hier geht es auch darum, sich in dem, was geschieht, sich selbst zu erkennen. Denn wir haben ja hier so eine gespiegelte Kenas-Rune. Und da geht es auch immer ganz viel um Selbsterkenntnis und auch um die natürlichen Zyklen. Ja, mit der Jera, das Jahr, ist ein natürlicher Zyklus. Auch hier ist etwas, es scheint so ganz einem ganz natürlichen Ablauf zu folgen, dass was auch immer aus der Vergangenheit da bei euch gerade sich im Feld zeigt, dass das jetzt ansteht und ihr werdet es mit Erfolg für euch annehmen, bearbeiten, wandeln können. Ja, das war's, meine lieben Fische. Ich freue mich auf eure Likes, Abos, Feedbacks, Kommentare und wenn ihr meine Videos teilt. Wünsche euch eine gute Zeit, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.